Wenn ich jetzt 200 mache oder später. Deswegen alles tutti und so. Okay. Ah, ist das ätzend. Ich bin froh, dass die Fließbänder sich nicht bewegen. Zumindest hier die unten. Die geplanten? Ja, ja. Okay. Wenn die sich jetzt auch noch bewegen würden, dann glaube, da würde ich mich aufhängen. Alter, was habe ich schon gesoffen, um so eine Scheiße in meinem Kopf zu machen, Alter? Ich meine, es funktioniert, aber was? Bin ich Secret Ingenieur? Bin ich irgendwie so ein James Bond Wissenschaftler oder so? Möchtest du darauf wirklich eine Antwort haben? Eher nicht, nee. Okay. Bisschen Angst vor der Antwort. Also ich habe zumindest keine weiße Katze, die ich streicheln kann. Das wäre ja jetzt noch... Ach. Nicht Dr. No. Du bist nicht in den 60ern geboren, Alter. Ja, Gott sei Dank nicht. Beziehungsweise Dr. No ist ja nicht in den 60ern geboren worden, ist ja älter. Warum weiß ich das als 23-Jähriger? Weil das gute Filme sind. Das ist so eine gute Antwort. Tatsächlich. Hör auf zu heulen, ihr kriegt gleich Strom. Hör auf zu blinken! Weißt du, anderswo auf der Welt leiden Leute deutlich mehr als ihr, Alter. sind ja auch voll Leute und so, ne? Nicht? Ich bediene mich damit, dass die genauso wie bei Stellaris, dass die mechanischen Dinger Sklaven sind. Sehr gut. Borg Queen. Ich, der Borg Queen. Ja, warum nicht? Ist mir gerade auch aufgefallen. Ja, Borg King halt, ist doch egal. Entschuldigung. Ich hab nicht so elastisch glatter Haut wie die Olle. Boah, Alter. Die ist schon. Der Moment, wo dieser Oberkörper-Kopf mit Wirbelsäule runterkommt und dann in den Körper einklingt, ne? Da habe ich mich kurz mal ausgeklingt, ey. Hast du mich irgendwo in der Prärie rödeln hören, ey? Hab ich getan. Kannst du mir bitte deine Labore und rote Arme geben? Ja, wenn ich nicht von irgendeinem Scheißtunnel gefressen werde. Ich wurde fast zweimal eingesaugt gerade. Das reicht, danke. Ja. Exchange completed. Alter, das war gerade fast genauso schnell wie Boxenstopp bei der Formel 1, wenn die den Reifen wechseln, ne? Dude. Ja, was denn? Ich wurde fast wieder weggetragen. Ist das ein tolles Gefühl ständig, ey? Irgendwie glaube ich dir nicht ganz. War das nicht glaubwürdig? Nee. Na! Alter, ohne Witz, ne? Ich werde, wenn das gleich steht und es funktioniert und es ist nirgendwo ein Fehler drin bei den ganzen Bändern und Tunneln, dann weiß ich, wie ich die Folge nenne, und zwar The Brain. Die Folgen. Weißt du, wie viele Folgen wir jetzt schon dran arbeiten? Ja. Jetzt mal aufhören, sowas zu sagen. Ich krieg ständig posttraumatische Störungen wegen sowas, ey. Hey, wir können jetzt wieder vernünftig rendern. Jetzt ist alles wieder okay. Das stimmt. Ha ha ha.
Ich weiß noch, wie böse ich meinen Rechner angeguckt habe, als der das eine Video da, als er da angezeigt hat, so für 20 Minuten Video, ne? Ich brauche noch 7 Stunden und 63 Minuten, weißt du, was ich meine? Dann hörst du aber so wie eine Mäusestimme, hörst du dann so ganz, ganz, ganz leise und ganz schüchtern so, ich bin's aber nicht schuld. Alter. Ja, Adobe ist halt scheiße in dem Moment. In dem Moment, ich mein, Alter. Ich meine, das, also man soll sich ja nicht im Internet schlecht über Leute äußern und so, ne? Das ist ja immer so eine Sache. Aber Adobe, ihr verfickten Bastarde. Also es gibt ja echt Leute, die viel Scheiße bauen. Also EA zum Beispiel, ne? EA und die Spieleindustrie. Das ist ja so eine Sache für sich mittlerweile. Aber Adobe, Alter. Diese Grenzdebilen. Die sind zu dumm, um beim Kacken zu stinken, ey. Die machen irgendein Update, was alles vermasselt. Und man hat den Eindruck, dass die nicht mal einen Beta-Tester von entweder intern oder irgendeinem bezahlten Spaß, der sich halt bezahlen lässt, damit er leidet. Weißt du, irgend so ein Masochist, ey, keine Ahnung. Aber an zahlenden Kundschaften sowas, teilweise sogar Leute, die damit ihr Geld verdienen, weißt du? Ah. Da wo wir jetzt leider nicht drunter zählen, aber ich gebe momentan viel Geld für die Cloud aus und da erwarte ich eigentlich das, was man jahrelang eigentlich von Adobe gewöhnt ist, dass man vernünftige, gute Produkte bekommt. Ja, und das ist nicht mehr der Fall. Und ja, wir sind keine Professionals, die damit ihr Geld verdienen, aber wir sind sogenannte Power-User. Wir geben dafür viel Geld aus und benutzen es regelmäßig in einem großen Umfang. Also, wenn Leute wie wir oder Professionals meckern, was momentan voll davon ist, also allein das AMD-Forum, ach, AMD, Adobe-Forum, wo ich ja eben unterwegs war, ist voll mit dieser Scheiße. Und da denke ich mir halt auch so, okay, das ist komplett von A bis Z in den Sand gesetzt. Ja, vor allem das ist jetzt auch das zweite Mal so, dass das so eskaliert in die Richtung, weil die nämlich schon dieses Jahr ist, meiner Meinung nach schon das zweite Mal, dass die richtig hart verkackt haben. Ja. Und leider, muss man an der Stelle sagen, leider gibt es den Umfang und den und mit der Zusammenarbeit der verschiedenen Programme gibt es leider nichts Besseres. Ja, Momentan. ich weiß nicht, ob ich mich da anschließen kann. Es gibt ja durchaus Produkte, die teilweise sogar für weniger oder gar kein Geld einen sehr ähnlichen Umfang anbieten, wo ich aber persönlich sagen muss, ich bin einfach nicht eingearbeitet. Ja, aber Ich glaube, das ist Gewöhnungssache. viele, viele Programme haben aber zum Beispiel auch nicht so eine extra Warteschlange, wo du die Videos rendern kannst. Weil viele Programme sind einfach dafür gemacht, quasi groß umfangreich ein Video zu machen. Du kannst ja keine Warteschlange machen für, du hast jetzt eine 4-Stunden-Aufnahme, so wie wir das jetzt haben. Und die cuttest du dann vernünftig in 20 Minuten. Dann musst du nämlich, Das dann musst du halte ich aber jedes, für ein Gerücht. soweit ich das jetzt weiß, ist das so. Ja, soweit du das weißt, das meinte ich ja eben. Wir sind einfach nicht eingearbeitet, aber Adobe Premiere Pro ist sicher nicht die einzige Software mit einer vernünftigen Warteschlange. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich finde halt auch Das. die Zusammenarbeit zwischen den anderen Programmen, was das angeht, eigentlich immer noch sehr, sehr gut. Wenn man mal außerhalb von normale Videoschnitt mal was anderes machen will. Ach so, du meinst, dass man sowas von Premiere Pro und dann Audition und so, dass das so kollaboriert, ja? Genau, ja. Ja, das ist wahrscheinlich ein Feature, was du bei anderen Programmen, weil es vielleicht sogar zwei verschiedene Hersteller dann letzten Endes sind, auf die du zurückgreifen musst, nicht bekommen wirst. Jedenfalls nicht in dem Umfang. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber Ja. nichtsdestotrotz, selbst wenn du dann an der Stelle bei einem anderen Anbieter oder bei zwei anderen Anbietern mehr Stress hättest oder mehr Aufwand zumindest, weil du es hin und her speichern musst, ja, glaube ich, dass es mit ein bisschen Einarbeitung möglich ist zu sagen, okay, wir haben eine bessere Alternative zu Adobe gefunden, weil bei Adobe läuft halt momentan einfach viel schief und das ist der Punkt, wo es für mich unangenehm wird und dann ein bisschen mehr Aufwand hier und da, vielleicht auch zum Einlernen, ne? Oder zum Hin- und Herspeichern, nehme ich dann gerne in Kauf, bin ich ganz ehrlich. Wollte mir zum Beispiel jetzt die ganze Zeit schon ja, Blackmagic Design DaVinci Resolve DaVinci. angucken. Ja. Ja, Aber da bin ich einfach noch nicht zugekommen. das ist momentan auch die beste
Videoschnittalternative, die du haben kannst. Ja. Weil wenn er dann, keine Ahnung, du benutzt es dann, sag ich mal, ein halbes Jahr oder ein Jahr regelmäßig und bist davon begeistert, dann kann man auch mal sagen, alles klar, hier habt ihr jetzt einmal die 300 oder 350 Euro, dann kaufe ich mir davon offizielle Lizenz, habe dann alle Sachen, die ich dafür benutzen kann, und ich unterstütze die Leute dafür, die das dann geil machen, wenn es geil ist. Ja. Ja. Und nicht regelmäßig 60 Euro in den Sand setzen für Programme, die dann eigentlich nur Frust bieten. Ja, weil überleg mal, wie viel das aufs Jahr ist, ne? Mhm. Nicht billig. Ne. Deswegen, wenn sich das irgendwann mal gibt, dass man durch, keine Ahnung, YouTube und eventuell bald auch Twitch sich wenigstens schon mal, diese Kosten decken kann, könnte. Das wäre ja schon Gold wert. Ja. Ja, für mich steht auf jeden Fall fest für das kommende Jahr, dass ich das DaVinci mal ausprobiere und mich da hart reinarbeiten werde. Und wenn das gut ist, dann werde ich das verwenden. Wenn das nicht gut ist für mich, werde ich nach einer anderen Alternative suchen, weil auf kurz oder lang möchte ich zumindest eine Alternative wissen und auch bedienen können. Falls Adobe mich mal so hart ankotzt, dass ich sage, okay, jetzt wechsle ich. Und dann muss ich nicht noch 1000 Jahre suchen und testen und machen. Das habe ich dann schon gemacht, weißt du? Ja. Kann ich verstehen. Vielleicht finde ich ja sogar direkt ein Programm, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt zwar nur für den Notfall ausprobiert, aber es ist halt so geil, dass ich direkt wechsle. Ja. Vor allem. Vor allem in der Preissparte, weißt du, sag ich mal, bis 500 Euro, gehe ich jetzt mal hoch, kriegt man schon vernünftige Programme. Ja, siehe zum Beispiel Blackmagic Design oder auch andere Sachen. Ja. Natürlich gibt es umfangreicher, es gibt aufwendiger, es gibt besser, aber dann bezahlt sich natürlich dann auch dumm und dämlich, ne? Das stimmt. Zumal wir ja dann immer noch Power-User sind und bleiben, selbst wenn wir damit ein bisschen Geld verdienen mit dem Hobby, was ja irgendwann mal der Fall sein kann und worüber ich mich auch sehr freuen würde, aber wir sind halt nicht irgendein Luxus-Hollywood- beauftragtes Filmstudio in Amerika, sondern wir sind halt Hobbyisten, ne? Also ja. Dann, denke ich mal, reicht eine Software für Maximum, sagen wir mal, 600 Euro oder so, dann ist für mich die Grenze so erreicht, wo ich sage, okay, für eine Einmalkauf-Software ist das der Preis, den ich zahle, mehr nicht. Weil das, was eigentlich die Arbeit macht, ist größtenteils halt die Hardware, ne? Also das wird mehr beansprucht und darf dann auch gerne mehr kosten. Ja. Da schließe ich mich an. Ich bin mal sehr gespannt, was meine Testerei mit Blackmagic dann ergibt. Ich habe mir das, wie gesagt, schon vorgenommen. Das ist auch schon für das kommende Jahr jetzt geplant. Relativ früh, sodass ich dann durchaus eine Alternative habe. Und ich bin sehr gespannt, was du dann berichten wirst. Weil vielleicht, wenn du sagst, es ist geil und du kannst da so ein bisschen was erklären, dann gucke ich mir vielleicht auch nochmal konkreter an. Ja. Was das Ganze halt interessant macht, ist, dass das von Leuten kommt, die absolute Enthusiasten und perfekte Experten auf ihrem Gebiet sind. Also was Filmindustrie angeht, sind die halt mit vorne dabei und haben ja die verschiedensten Produkte. Die haben ja Software, die haben Kameras im High-End-Bereich, die haben Speicher für Kameras im High-End-Bereich und die haben halt die ganzen Aufnahme, Capture und sonst was Sachen. Und, ich glaube sogar, dass die unabhängig von DaVinci auch nochmal noch professionellere Programme anbieten. Ja, natürlich, klar. Irre. Das denke ich mir auch. So, Tünnelchen sind jetzt alle da, ne? Sieht so aus, ja. Gut. Ich habe aber keine Bänder mehr. Komm mal her. Beziehungsweise nicht mehr viele. Nice, ich habe wieder Bänder. So. Nice. Ja.
mal gucken, mein Jahresvorsatz, was das angeht, nächstes Jahr oder für nächstes Jahr ist auf jeden Fall, was ich schon seit 2 Jahren vorhabe, mal mit Streamen anzufangen. Weil ich da mal mittlerweile die Möglichkeit habe und auch mittlerweile da echt Bock drauf habe, das nur mal auszuprobieren. Weil zum Beispiel so wie jetzt, ja, so, keine Ahnung, 2, 3, 4 Stunden Factorio streamen, warum nicht, ist geil. Das stimmt. Weil das ist genau das gleiche, was ich ja mit den Let's Plays, ne? Ich bedenke, ich mach doch schon. Ich mach ja Let's Plays, weil selbst wenn ich zocke, ich quatsch ohne Ende. Ja. Warum dann nicht einfach mal ein Aufnahmeprogramm reinklatschen, was sogar umsonst ist, hier OBS. Und okay, Mikrofon hat jetzt ein bisschen was gekostet. Und dann einfach mal loslegen, wa? Ja. Einfach, weil man es kann und weil man vielleicht Spaß dran hat. Und bei mir muss ich sagen, ich habe jetzt die Tage nochmal über meinen Kanal geguckt und mal so ein paar Sachen ausgepickt, die ich demnächst mal entfernen will, damit ich quasi Platz habe für Neues. Wobei, Platz ist ja da, aber einfach die ältesten Sachen will ich demnächst mal löschen. Und da habe ich mich schon stark gewundert, was da so alles rumkreucht und fleucht. Also wie ich angefangen habe, was die Qualitäten angeht, sowohl beim Audio als auch beim Video und dann was ich halt gemacht habe. Also mein erstes Singleplayer-Projekt, was ich gemacht habe, da habe ich mich am Anfang, glaube ich, ziemlich blöd angestellt und habe irgendeinen Stuss vor mich hingeredet, einfach weil ich es nicht besser wusste, ne? Und heute ist man da weniger aufgeregt, hat eine gewisse Routine. Ja. Das ist quasi ein hobbymäßiger Job. Genau. Das ist zwar hier und da, merkt man jetzt, glaube ich, bei Factorio stellenweise dann auch wieder dann doch ein bisschen leise, weil man sich vielleicht konzentriert oder weil man schon ein bisschen matschig ist, aber ich glaube, das kennen die Leute eh schon von diversen anderen Menschen. Und das dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Ja. Und ja, qualitativ, also was wir jetzt schon alles an Geld reingesteckt haben in das Hobby, um die Qualität nur zu verbessern, also... Ja, um ehrlich zu sein, nichts, weil... Ja, haben wir jetzt nicht die größte Zuschauerschaft, aber trotzdem finde ich das super, dass wir dann sagen, alles klar, Qualität muss trotzdem da sein. Ja. Ich habe das auch seit Anfang an tatsächlich nicht daran geknüpft, ob ich damit Erfolg habe oder nicht, sondern ich wollte dann einerseits eine bessere Basis für einen möglichen Erfolg schaffen, indem ich sage, ich gehe hin und bin halt dann von der Qualität her gut oder akzeptabel oder wie auch immer, ne, sodass das nicht total scheiße aussieht und nicht sich total scheiße anhört. Ja. Und das andere ist halt, ich wollte es halt auch einfach für mich schön haben. So, ja. Damit ich selbst in den YouTube-Kanal reingucken kann und sagen kann, so, das, was du da gemacht hast, das ist vernünftig. Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber mal gucken, was alles noch so kommt nächstes Jahr. Ich wollte, wie gesagt, mich mit einer neuen Software beschäftigen. Ich wollte mich mit eventuell einem anderen, also mit einem neuen Logo mal beschäftigen. Ich wollte mein Logo neu machen. Mal das Kanaldesign ein bisschen hübscher noch, dass da ein bisschen personalisierter ist alles. Also ich habe auf jeden Fall viel vor. Ja, ich denke mal gerne. Alarm? Wo? Wo sind sie denn? Ach, wieder links. Ja. Wenn wir hiermit fertig sind, müssen wir die elektronischen Geschütze bauen. Ja. Komm, lass mal gerade hinfahren, Alter. Ja. Obwohl, ja. Na doch, das wird nicht gelb, dann müssen wir hinfahren. Hast du ein Auto? Ja. Soll ich fahren, du schießt? Ja. Warte, ich befülle. Go. Wir müssen aber aussteigen. Ich habe keine Munition übrig für das Auto. Okay. Ficker, ey.